Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Übungsvideo, in dem wir uns jetzt nochmal den Begriff des Unternehmensvermögens und hier speziell Anlage- und Umlaufvermögen genauer anschauen werden. Ihr sollt das Ganze also einüben. Ihr müsst dazu mein Lernvideo geschaut haben und ihr bekommt jetzt 10 Aufgaben. Da könnt ihr selber mal schauen, inwieweit ihr das Ganze verstanden habt. Das Ganze ist also eine Kontrolle für euch selber. Schaut euch die Aufgaben an, ihr bekommt genügend Zeit, löst das Ganze alleine und dann könnt ihr mal selber gucken, wo ihr noch Probleme habt. Ja, dann fangen wir mal einfach an. Beginnen wir mit der ersten Übungsaufgabe. Diese lautet: Welche Aussage zum Vermögen eines Unternehmens ist zutreffend? Ihr erhaltet jetzt 5 Aussagen und ihr könnt jetzt entscheiden, welche der 5 Aussagen richtig ist. Die erste Aussage lautet: Zum Vermögen des Unternehmens gehören alle Gegenstände, zum Beispiel Maschinen und Pkw, die das Unternehmen nutzt. Zweitens, zum Vermögen gehören nur materielle Gegenstände. Drittens, zum Vermögen gehören alle materiellen und immateriellen Bestände, die zum Eigentum des Unternehmens gehören. Viertens, zum Vermögen gehören alle Gegenstände, die langfristig genutzt werden. Und fünftens, das Vermögen setzt sich zusammen aus Lagervorräten und Zahlungsmitteln. Ja, welche Aussage ist jetzt richtig? Richtig ist natürlich Aussage 3. Zum Vermögen gehören alle materiellen und immateriellen Bestände, die zum Eigentum des Unternehmens gehören. Die materiellen Gegenstände sind ja zum Beispiel im Anlagevermögen Gebäude und Grundstücke, Maschinen und Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und im Umlaufvermögen die Lagervorräte und die Liquiditätsbestände Bank und Kasse. Einige von euch hatten vielleicht Probleme mit den immateriellen Beständen. Das ist auch ein bisschen komplizierter. Im Anlagevermögen haben wir das noch gar nicht richtig thematisiert. Auch im Anlagevermögen gibt es nicht materielle, also immaterielle Bestände. Aber einen typischen immateriellen Bestand im Umlaufvermögen, den kennt ihr ja bereits. Das sind nämlich die Forderungen aus Lieferung und Leistung. Die zweite Aufgabe lautet nun: Welche Aussage zum Anlagevermögen eines Unternehmens ist zutreffend? Erstens, zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die kurzfristig vom Unternehmen genutzt werden. Zweitens, zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, in die das Unternehmen langfristig investiert. Drittens, zum Anlagevermögen gehören die Liquiditätsbestände Bank und Kasse. Viertens, zum Anlagevermögen gehören die Lagervorräte des Unternehmens. Und fünftens, zum Anlagevermögen gehören auch langfristig gemietete Gegenstände, also zum Beispiel Grundstücke. Ja, welche Aussage ist nun richtig? Ihr habt sicher erkannt, zutreffend ist die Aussage 2. Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, in die das Unternehmen langfristig investiert. Das habe ich euch ja in dem Lernvideo ausführlich erklärt. Die Aussage 1 fällt also schon mal weg, denn das Anlagevermögen wird normalerweise nicht kurzfristig vom Unternehmen genutzt, sondern langfristig. Deswegen fällt auch die Aussage 3 weg, denn die Liquiditätsbestände gehören ja zum Umlaufvermögen und nicht zum Anlagevermögen. Und das gleiche gilt dann auch bei der Aussage 4, denn die Lagervorräte gehören zum Umlaufvermögen und nicht zum Anlagevermögen. Und die Aussage 5 ist ein bisschen tricky, da müsst ihr aufpassen, denn zum Anlagevermögen gehören zwar die Grundstücke, aber Achtung, sie müssen ja zum Eigentum des Unternehmens gehören und deswegen fällt die Aussage hier weg, die ist falsch, weil diese Gegenstände ja nicht gemietet werden dürfen, sondern sie gehören ja zum Eigentum, sonst gehören sie nämlich nicht zum Vermögen. Also gemietete Gegenstände gehören eben nicht zum Vermögen des Unternehmens, sie gehören ja auch nicht zum Eigentum des Unternehmens. Kommen wir gleich zur Aufgabe 3. Ordnen Sie die nachfolgenden Bestände dem Anlage- und Umlaufvermögen zu. Jetzt müsst ihr also aus den gleich erscheinenden Vermögenswerten diejenigen aussuchen, die zum Anlage- bzw. zum Umlaufvermögen gehören. Gehen wir die mal durch. Erstens, Werkstoffe, also Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Zweitens, die Liquiditätsbestände, also die Bestände bei Bank und Kasse. Drittens, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, kurz BGA. Viertens, die Forderung aus Lieferung und Leistung. Fünftens, die Fertigerzeugnisse. Und sechstens, die Grundstücke und Gebäude.
wahrscheinlich habt ihr die richtigen Lösungen gefunden. Zum Anlagevermögen gehören 6 und 3 und zum Umlaufvermögen 1, 5, 4 und 2. Ich habe hier die Lösung gleich schon mal nach dem Prinzip der zunehmenden Liquidität geordnet. Bei der richtigen Lösung reicht es aber, wenn ihr die richtigen Ziffern gefunden habt. Wenn ihr hier jetzt einen Fehler gemacht habt bei der Zuordnung, solltet ihr euch wie gesagt das Lernvideo noch einmal anschauen. Die Aufgabe 4 lautet nun, welche Aussage zum Umlaufvermögen eines Unternehmens ist zutreffend? 1. In das Umlaufvermögen investiert das Unternehmen langfristig. 2. Das Umlaufvermögen besteht ausschließlich aus materiellen Vermögensgegenständen. 3. Zum Umlaufvermögen des Unternehmens gehören auch die PKW und LKW. 4. Das Umlaufvermögen bleibt über einen längeren Zeitraum wertmäßig konstant. Und 5. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus dem Vorratsvermögen und den Liquiditätsbeständen. Ja, sicher habt ihr die richtige Lösung gefunden. Das ist natürlich die 5. Die 1 ist nicht richtig, weil in das Umlaufvermögen wird ja kurzfristig investiert. Die 2 ist nicht richtig, weil wir im Umlaufvermögen ja zum Beispiel die Forderungen aus Lieferung und Leistung finden und die sind ja nicht materiell. Die 3 ist falsch, weil PKW und LKW natürlich nicht zum Umlaufvermögen, sondern zum Anlagevermögen des Unternehmens gehören. Und die 4, die ist wieder ein bisschen tricky, aber das Umlaufvermögen bleibt natürlich nicht wertmäßig konstant und schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Es verändert sich ja wertmäßig, deswegen heißt es ja auch Umlaufvermögen. Schauen wir uns jetzt mal die Aufgabe 5 an. Die Forderungen aus Lieferung und Leistung gehören zum Vermögen. Welche Aussage ist jetzt zutreffend? 1. Die Forderungen stellen Schulden gegenüber Lieferanten dar. 2. Die Forderungen gehören zum Anlagevermögen des Unternehmens. 3. Die Forderungen stehen für Geld, das dem Unternehmen relativ kurzfristig zufließen wird. 4. Die Forderungen gehören zum Vorratsvermögen des Unternehmens. Und 5. Die Forderungen erhöhen sich, wenn Kunden Rechnungen zum Beispiel durch Banküberweisung zahlen. Ja, sicher habt ihr erkannt, dass die 3 die richtige Antwort ist. Die 1 fällt weg, weil Forderungen stellen ja keine Schulden gegenüber Lieferanten dar, sondern es sind ja Schulden der Kunden unserem Unternehmen gegenüber. Die 2 fällt weg, weil die Forderungen nicht zum Anlage-, sondern zum Umlaufvermögen des Unternehmens gehören. Die 4 ist nicht korrekt, weil die Forderungen ja nicht zum Vorratsvermögen, sondern zu den Liquiditätsbeständen des Unternehmens gehören. Und die 5 ist natürlich falsch, weil Forderungen sich natürlich nicht erhöhen, sondern verringern, wenn Kunden Rechnungen zahlen. Kommen wir gleich zur Aufgabe 6 und die lautet, welche Aussage über das Umlaufvermögen eines Unternehmens ist zutreffend? 1. Wenn ein Kunde eine Rechnung durch Banküberweisung ausgleicht, verringern sich die Forderungen aus Lieferung und Leistung und erhöht sich der Wert auf dem Bankkonto. 2. Wenn ein Kunde eine Rechnung durch Banküberweisung ausgleicht, verringern sich die Vorräte. 3. Wenn Waren an Kunden verkauft werden, erhöhen sich grundsätzlich immer die Forderungen aus Lieferung und Leistung. 4. Unternehmen kaufen Fertigerzeugnisse und verkaufen diese unverändert an Kunden weiter. Und 5. Unter dem Bestand Bank versteht man langfristige Geldanlagen des Unternehmens. Ja, die richtige Antwort ist natürlich die 1. Wenn der Kunde, gegenüber dem wir Forderungen haben, Geld überweist, dann verringern sich die Forderungen und gleichzeitig erhöht sich das Geld auf dem Bankkonto, weil der Kunde ja eben Geld auf das Konto des Unternehmens überweist. Die Aussage 2, das habt ihr bestimmt erkannt, ist grundsätzlich Quatsch, weil die Zahlung des Kunden sich ja nicht auf die Vorräte des Unternehmens auswirkt. Die 3 ist wieder ein bisschen tricky, weil wenn Waren an Kunden verkauft werden, dann können sich zwar die Forderungen erhöhen, es wäre aber auch möglich, dass der Kunde die Ware direkt bezahlt. Das heißt, die Aussage 3 ist grundsätzlich nicht falsch, aber sie ist eben auch nicht immer richtig und deswegen fällt die 3 schon mal weg. Denn grundsätzlich erhöhen sich eben die Forderungen aus Lieferung und Leistung beim Verkauf nicht. Die Aussage 4, und das habt ihr hoffentlich auch erkannt, ist natürlich falsch, weil Fertigerzeugnisse nicht bei Lieferanten eingekauft und dann unverändert an Kunden weiterverkauft werden. Das sind ja die Waren.
Denk bitte dran, die Fertigerzeugnisse werden bei produzierenden Unternehmen aus Werkstoffen hergestellt. Das heißt, hier werden Werkstoffe eingekauft, die werden umgewandelt in Fertigerzeugnisse und das Unternehmen verkauft dann die Fertigerzeugnisse an Kunden. 4 ist also auch falsch. Ja, und die Aussage 5 ist natürlich falsch, weil man unter dem Bestand Bank keine langfristigen Geldanlagen grundsätzlich versteht. Das Geld auf dem Bankkonto wird ja, wie gesagt, für Zahlungsvorgänge genutzt und ist hier kurzfristig gebunden, denn sonst wäre es ja nicht Bestand des Umlaufvermögens. Schauen wir uns mal die Aufgabe 7 an. Welche Aussage über die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit im Umlaufvermögen eines Unternehmens, ist zutreffend? 1. Der Verkauf von Fertigerzeugnissen erhöht die Liquidität des Unternehmens kurzfristig. 2. Der Kauf von Handelswaren erhöht die Liquidität des Unternehmens sofort. 3. Die Einzahlung der Tageseinnahmen auf das Bankkonto des Unternehmens erhöht die Liquidität. 4. Der Kauf von Gegenständen der BGA erhöht die Liquidität. Und 5. Die Liquidität eines Unternehmens verändert sich über einen längeren Zeitraum nicht. Ja, die richtige Aussage ist natürlich die 1. Der Verkauf der Fertigerzeugnisse erhöht die Liquidität des Unternehmens kurzfristig. Das heißt also, wenn Fertigerzeugnisse an Kunden verkauft werden, dann zahlen diese entweder sofort, das heißt also die Liquidität, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens erhöht sich sofort, oder sie zahlen sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Das heißt also, kurzfristig wird auch hier eine Zahlung erfolgen. Die 1 ist korrekt. Die 2 ist natürlich falsch, da ist die Falle, der Kauf von Handelswaren erhöht nicht die Liquidität, sondern er verringert die Liquidität. Die 3 ist wieder ein bisschen tricky, die Einzahlung von Tageseinnahmen erhöht zwar die Liquidität auf dem Bankkonto, aber gleichzeitig verringert sich ja die Zahlungsfähigkeit in der Kasse. Das heißt, wir haben hier eine Veränderung bei der Kasse, die Tageseinnahmen sind ja Bargeld. Wenn die jetzt eingezahlt werden auf dem Bankkonto, verändert sich letztendlich bei der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens, also bei der Liquidität, nichts. Aber zugegeben, das Ganze war schon ein bisschen kompliziert. Wenn ihr das falsch gemacht habt, nicht ganz so schlimm. Ja, die Aussage 4 ist natürlich auch wieder Quatsch, denn der Kauf von Gegenständen der BGA erhöht nicht die Liquidität, sondern er verringert die Liquidität. Und natürlich ist auch die Aussage 5, dass die Liquidität eines Unternehmens sich über einen längeren Zeitraum nicht verändert, natürlich falsch. Denn die Liquidität, die gehört ja zum Umlaufvermögen des Unternehmens und deswegen verändert sie sich sehr, sehr schnell. Aufgabe 8. Welche Aussage über das Vermögen eines Unternehmens ist zutreffend? 1. Aus der wertmäßigen Veränderung des Vermögens über einen Zeitraum kann man dessen Erfolg, also den Gewinn oder Verlust, erkennen. 2. Bei den Vermögenswerten handelt es sich um Bestände, also um Werte, die immer zu einem bestimmten Zeitpunkt im Unternehmen vorliegen. 3. Wenn sich die Liquidität eines Unternehmens verringert, liegt ein Verlust vor. 4. Der Kauf von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung führt immer sofort zu einer Verringerung der Liquiditätsbestände. Und 5. Die Miete von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung führt zu einer Werterhöhung beim Vermögensbestand Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ja, zutreffend ist Aussage 2, aber die Aufgabe war schon ein bisschen kompliziert. Die Aussage 1 ist falsch, weil man aus der Veränderung von Vermögensbeständen nicht auf den Erfolg, also den Gewinn oder Verlust eines Unternehmens schließen kann. Also selbst wenn das Anlage- oder Umlaufvermögen mehr oder weniger wird, kann man hier nicht sagen, dass das Unternehmen einen Gewinn oder Verlust gemacht hat. Aber zugegebenermaßen, die Aussage war schon recht schwierig. Und das gleiche gilt dann auch für die Aussage 3, denn die Liquidität eines Unternehmens verringert sich ja nicht grundsätzlich nur, wenn das Unternehmen einen Verlust macht. Das habt ihr ja schon an verschiedenen Beispielen gesehen, wenn das Unternehmen etwas kauft und dann dafür bezahlt, dann verringert sich die Liquidität des Unternehmens, aber das heißt natürlich nicht grundsätzlich, dass das Unternehmen bei jedem Kauf auch einen Verlust erwirtschaftet. Die Aussage 3 ist deswegen falsch. Die Aussage 4 ist auch falsch, weil der Kauf von Gegenständen immer sofort, und das ist das Problem, zu einer Verringerung der Liquiditätsbestände führt. Ihr habt ja schon gesehen, dass wenn man zum Beispiel einen Kopierer kauft, dann wird er vom Lieferanten bezogen, aber er muss nicht direkt bezahlt werden, sodass es also nicht immer sofort zu einer Verringerung der Liquidität kommt. Das heißt,
Der Kauf auf Ziel von Vermögensgegenständen, also der Kauf auf Rechnung, führt natürlich nicht sofort zur Verringerung der Zahlungsmittelbestände, sondern innerhalb kürzerer Zeit. Und die Aussage 5 ist natürlich totaler Quatsch, das hatten wir eben schon mal, denn die Miete von Gegenständen führt natürlich auf keinen Fall zu einer Erhöhung des Wertbestandes bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Denn Achtung, die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ja das Eigentum des Unternehmens. Die Aussage 5 ist daher auch falsch. Gucken wir uns die Aufgabe 9 an. Welche Aussage zur Liquidität eines Unternehmens ist nicht zutreffend? Genau lesen, es geht hier darum, welche Aussage ist nicht zutreffend. Erstens, Forderungen aus Lieferung und Leistung stehen für das Buchgeld, über das das Unternehmen verfügt. Zweitens, das Bargeld des Unternehmens wird als Kassenbestand bezeichnet. Drittens, der Bankbestand bezieht sich auf Bankguthaben des Unternehmens. Viertens, die Guthaben auf Bankkonten stellen das Buchgeld des Unternehmens dar. Und fünftens, die Liquidität eines Unternehmens setzt sich zusammen aus den Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie den Beständen auf dem Bankkonto und Bargeld in der Kasse. Jetzt achtet bitte darauf, ihr sollt ja hier die Aussage heraussuchen, die nicht zutreffend ist. Da ist die richtige Antwort, also die nicht zutreffende Antwort, die 1. Forderungen stehen für das Buchgeld, über das das Unternehmen verfügt, ist natürlich falsch, denn Forderungen stellen ja Geldforderungen gegenüber Kunden dar und Buchgeld ist ja Geld auf dem Bankkonto. Also ist die Aussage 1 falsch und in der Aufgabe unsere zutreffende Antwort. Alle anderen Aussagen sind nämlich vollkommen korrekt. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Aufgabe, nämlich der Aufgabe 10. Welche Aussage ist bezogen auf das Vermögen eines Unternehmens nicht zutreffend? Achtet wieder drauf, nicht zutreffend. Aussage 1. Ein Kopierer gehört zum Anlagevermögen des Unternehmens, da er langfristig genutzt wird. 2. Bestände an Kopierpapier gehören zum Umlaufvermögen, da es kurzfristig verbraucht wird. 3. Geld auf dem Bankkonto gehört zum Anlagevermögen, da eine Geldanlage vorliegt. 4. Der Wert eines Vermögensgegenstandes, zum Beispiel bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung, bezieht sich immer auf einen Zeitpunkt. Und 5. Durch die Addition der Werte des Anlage- und des Umlaufvermögens ergibt sich der Wert des Gesamtvermögens. Ja, ihr habt sicher erkannt, die Aussage 3 ist hier nicht zutreffend, also die richtige Lösung dieser Aufgabe. Alle anderen Aussagen sind somit korrekt. Bei der Aussage 1, ein Kopierer gehört natürlich zum Anlagevermögen, denn er wird längerfristig genutzt. Die Bestände an Kopierpapier gehören natürlich zum Anlagevermögen bei der 2. Das Geld auf dem Bankkonto gehört natürlich nicht zum Anlagevermögen. Es handelt sich nicht um eine Geldanlage, sondern es handelt sich um Geld für Zahlungsvorgänge. Deswegen ist die Aussage 3 hier falsch, also unsere gesuchte Lösung. Auch die Aussage 4 ist in der Tat zutreffend. Sie ist für viele von euch vielleicht ein bisschen problematisch gewesen, aber tatsächlich ist es so, das könnt ihr euch an der Stelle auch mal merken, Vermögensbestände haben immer einen Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die später auch eine wichtige Rolle spielen wird, denn alles, was man so berechnet bei den Vermögensbeständen in Euro, bezieht sich immer auf einen Zeitpunkt. Denkt mal darüber nach. Wenn ich also zum Beispiel einen Vermögenswert im Anlagevermögen ermittle, zum Beispiel den Kopierer, dann hat der nur zu einem bestimmten Zeitpunkt den Wert, den ich gerade ermittle. Das liegt daran, dass Anlagevermögen im Laufe der Zeit an Wert verlieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Bestände im Umlaufvermögen. Hier wird das noch deutlicher, denn alles, was zum Beispiel im Vorratsvermögen ist, das verändert sich ja mengen- und wertmäßig. Also die Aussage 4 ist auf jeden Fall zutreffend. Und auch die 5 ist wieder logisch, denn wenn man den Wert des Anlage- und des Umlaufvermögens zusammenrechnet, ergibt sich natürlich der Wert des Gesamtvermögens des Unternehmens. Ja, dann hoffe ich, ihr habt die 10 Aufgaben lösen können. Wenn ihr bei der einen oder anderen Aufgabe falsch gelegen habt, ist es gar kein Problem. Guckt euch die Lösung nochmal genauer an. Ich habe euch ja alles dazu erklärt. Wenn ihr das noch nicht so richtig verstanden habt, ist das auch kein Problem. Dann guckt euch mein Lernvideo an der Stelle nochmal an. Ihr müsst aber unbedingt sicher sein, dass ihr mit dem Begriff Vermögen gut klarkommt. Denn im nächsten Videoteil beschäftigen wir uns dann mit dem Kapital des Unternehmens. Und dazu müsst ihr unbedingt Bescheid wissen, was das Vermögen des Unternehmens ist.
Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.